Die Regeln sind, dass zwei Teams gegeneinander antreten. Gute Spieler, da kann man auch mit 3 gegen 3 das ganze Spiel spielen. Bei Anfängern 4 gegen 4 oder 5 gegen 5. Der Ball wird gleichzeitig auf dem Startsignal mit dem Aufschlag von unten ins Spiel gebracht. Ab dann werden beide Bälle ausgespielt. Die Regeln sind variabel. Jetzt zum Beispiel ist die leichte Form. Es ist kein Fehler, wenn ein Ball nur einmal rüber gespielt wird. Man kann es so variieren, dass das zweimal gespielt werden muss oder dreimal als Steigerung. Wenn ein Team einen Fehler macht mit einem Ball, darf das Team den Ball wiederholen und mit dem Aufschlag von unten ins Spiel bringen. Und es ist erst dann ein Big Point, wenn ein Team gleichzeitig beide Fehler hat. Also wenn, bevor der Ball wieder ins Spiel gebracht wird, der zweite Ball auch zum Fehler geworden ist. Die wichtigste Regel bei der Geschichte ist, dass Springen verboten ist, weil zwei Bälle im Spiel sind. Darauf ist wirklich zu achten, dass die Spieler auch im Zuspiel nicht zum Ball springen, weil das dann eine Verletzungsgefahr mit sich bringen würde. Ja, das Tolle beim Zweiballspiel oder Chaosball, wie wir nennen, ist, dass die Kinder ganz viel miteinander reden. Ja, am Anfang dauert es ein paar Trainingseinheiten, bis sie das Spiel wirklich verstanden haben. Das ist oft zäh. Aber wenn sie es verstanden haben, reden sie miteinander, kämpfen um die Bälle. Es ist ein koordinativer Anteil dabei, weil sie zwei Bälle beobachten müssen. Und ja, wir versuchen das eigentlich so früh wie möglich, sobald sie spielfähig sind, einzuführen. Einfach, weil es ein super Aufwärmspiel ist.